Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ich bin Redelfa. Nachdem wir letztes Mal so ein Krabby Magdalene One hatten, werde ich heute mal Kane probieren. Und dazu muss ich sagen, dass Kane mein Lieblingscharakter ist von den ganzen. Ich meine, er hat zwar etwas weniger Leben als Isaac und auch jetzt kein D6, aber ich finde den D6 sowieso nicht so pralle. Aber er hat dafür den Luckfoot, welcher uns nur gute Pillen gibt. Das heißt, Bad Trip oder HP Down AD, obwohl Bad Trip auch ganz nützlich sein kann, wenn man nur noch ein halbes oder ein ganzes Herz hat. Ich weiß nicht, auf jeden Fall wird es dann ja zum Full Health Dings. Und oh, the Fool. I love the Fool. It's so foolish of you to think that I can not be fooled by anyone. Okay, das ist kein so gutes Item. Teleport kann einen zwar in den Iron Arrow bringen, aber ansonsten ist das Ding. Ja, Banane. Banal. Gucken. Awesome. Direkt zum Boss. Genauso wie ich es gerne habe. Ach, 2 gegen 2 Monstros. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, Luckfoot, neben den nur guten Pillen, kriegen wir auch noch eine erhöhte Gewinnchance auf alle Verkaufsautomaten-Glücksspieleinheiten. So, Wahrsager, Wheel of Fortune. Das heißt Glücksrad. Ja, überlegt. Und ja, und dazu ist er noch ziemlich flink. Was auch noch ziemlich cool ist. Und er macht einen, ja, einen relativ ordentlichen Grundschaden. So, jetzt hier nochmal. Dann haben wir nämlich auch schon unser Dingskirchens wieder gecharged. Können es gerne nochmal verwenden, um zu sehen, dass wir hier rauskommen, was uns nichts bringt. Aber hätte ja passieren können, dass wir im IM Arrow Room landen und irgendwelche fetten Items abgreifen können. Okay, der Raum ist irgendwie abfuck. Okay, das ist Krise abgewendet, würde ich sagen. Krise abgewendet. Zumindest. Erstmal. So, und der startet mit einem Schlüssel. Kane startet mit einem Schlüssel. Was? Ist kein überragender Vorteil, so eine Bombe oder ein Schlüssel ist zwar egal, so im ersten Level ist eine Bombe eigentlich, ja, da braucht man weder Bomben noch Schlüssel. Aber wenn man jetzt einen XL-Floor am Anfang hat, so wie mir das gerne passiert, viel Blast, dann, ja, ist ein Schlüssel ganz praktisch. So, und Meiler, ich weiß gar nicht, was das Ding macht. Ich glaube, das erhöht einfach nur die Soul Heart, Spirit Heart, Drop Chance oder sowas. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ansonsten macht es nicht viel. Wow. Dodging, nicht Treffing. Ja, activated. Cool. Zeug, das ich weder will noch brauche. Ich könnte eine Bombe kaufen. Ich könnte es aber auch lassen. Ja. Naja, wir können hier später nochmal wiederkommen. Könnte ich hier nämlich eine Bombe für 5 kaufen und dann würde ich hier 5 wieder gut machen. Okay, das nimmt sich nicht viel. Außer vielleicht, ich möchte noch checken, ob da drunter der Secret-Room ist, in dem vielleicht noch mehr Kohle auf mich wartet. Das wäre natürlich wieder ein riesiger Abfuck, wenn da nur so eine Slot-Machine drinsteht, wenn das Slot-Machine so heißt. Nicht wie der Fortune. So heißt nur die Tarot-Karte jetzt. The Ace of Spades. Ich weiß gar nicht, hat die. Ich glaube, Ace of Spades. Hat. Was hat das verdoppelt? Entweder Schlüssel oder Bombe. Schlüssel oder Bombe. Ach nee. Das erhöht einfach nur die Chance, Zeug zu droppen. Karten. Wuhu! One up! I'm the best! Ah, Teleport, du hast dich jetzt schon fast bezahlt gemacht, muss ich mal so sagen. Also, nichts gegen Teleport und so, aber
Das ist kacke. Burn, Motherfuckers, burn. Können die Spinnen eigentlich verbrennen? Ich weiß es nicht. Ich will es auch eigentlich nicht herausfinden. Ich weiß nur, dass dieser Typ fast genauso nervig ist. Eigentlich ist er weniger nervig als diese Spinnen. Er hält zwar mehr aus als die normalen, kann aber, glaube ich, auch nicht so weit springen. Leider kein Schlüssel. Schade. Hätte mich jetzt voll interessiert, was hier drin ist. Aber hey. Man kann nicht alles haben. Nicht alles, was man will. Und deswegen gehen wir hier jetzt vollfett rein in den Boss und fighten the fucking Famine. Oh, verdammt. War ja was. Kommt hier wieder. Blub, 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 blub. Choo, choo, motherfucker. Das kommt. Die Sache bei dem ist ja, also man kann ihn hier so schön in seiner Schleife halten, aber er rückt halt immer dafür ein Stückchen näher an einen ran, so wie es mir scheint. Okay, ich weiß nicht, warum der jetzt komisch gelaufen ist. Los, Kopfform, go! Gut, dass er so nichts macht, außer seinen scheiß Fliegen zu spawnen. Ja, es war knapp. Gut, dass diese Fliegen keinen Schaden machen. Auch sie auf fluffigen, grauen Schitter haben, der mich abfedert. In all seiner Mächtigkeit. Ich bin der Beste und ich habe Fleischklumpen und damn. Das ist interessant. Was nehme ich? Also ich glaube, ich nehme der Parasit. Warum? Weil ich Parasiten cool finde. Ich sehe zwar schon, dass mir dieses eine Shit-Ding dann zum Verhängnis werden wird. Ich weiß nicht, ob ich in der ersten Episode mal erwähnt habe, aber ich wollte immer schon mal so... Oh, auch noch. Ist ja krass. So wird man hier belohnt. So wird man hier belohnt für sein strategisch krasses Spiel. Also ich muss sagen, wir sind jetzt schon für Basement 2 ziemlich gut aufgepowert. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen Range-Up, ein bisschen Damage-Up, aber ansonsten ist das krass. Voll krass. Also ich muss sagen, wenn ich aufnehme, habe ich hier bis jetzt auf den letzten Run mit fucking Magdalene gar nicht mal so schlechten Shit. Ich hasse diese Teile. Ich könnte theoretisch einfach über irgendeinem Stein schweben und das Ding einfach Ding sein lassen. Aber so bin ich ja auch nicht. Ich mach's lieber so lang und schmerzvoll und werde dann im Endeffekt noch getroffen. Oh, jetzt kriegen sie auch Bomben. Nice. Okay, den Bomben will niemand haben, denn dieser Raum ist einfach nur nutzlos. Aber worauf ich hinaus wollte. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erwähnt hatte, oder mit Isaac erwähnt hatte, dass ich gern so ein fucking OP-Run machen möchte. Also da, wo ich Items habe wie, ja, Spoonbänder, Iron Vision, dass ich Homing-Shots habe, dass ich dann dazu noch Quad-Shot habe, dass ich dann noch irgend so ein fucking OP-Ding habe wie hieß denn das Ding? Ja, nehmen wir die Einfluss mit. OP-Shit, wie heißt denn das? Homo, nee. Irgendwas mit Fiends. Polyfiends. Ja, wie gesagt, Spoonbender, Quadshot. Dann noch The Parasite dazu. Und ich weiß nicht, was es da noch gibt. Irgendwas fett krassen Tier-Effekt-Shit, der so viel krassen Scheiß dann auf dem Bildschirm haben lässt, dass man eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wo man ist. Ach ja, wenn man dann Dingens hat. Polyphemus wäre vielleicht auch Caddo Ninetales nicht schlecht, wo man sich dann noch ein bisschen boosten kann. Also die Schussgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit des Schusses, weil ich glaube, war das Polyphemus, wo die Schüsse dann so arg langsam wurden, oder war das nur bei Heart of irgendwas? Das
So, und ich würde mir jetzt wünschen, dass wir hier jetzt noch irgendwo ein Key-Door kriegen. Das wäre nämlich nice. Dann werden alle meine Wünsche erfüllt. Das Bild haben, okay. Oder wir machen es natürlich so. Und da wir so voll fett krass sind. Okay. Aber sehen wir hier auch schon, wo der Secret Room ist. Und da haben wir jetzt das Nimbus, was uns gar nichts bringt. Und wir abfallen hier mal eine unserer Bomben. Bomben uns da rein. Yay. The Slot Machine ist crap. Aha, wir haben ja jetzt sowieso fucking unendliche Keys. Da kommen meine Freunde. Yay. Und wie war Uni? Das hört man doch gerne. Hört ihr das, ihr leicht beeinflussbaren Kinder da draußen? Studiert. Studiert fleißig, studiert viel und studiert vor allem irgendwas super Tolles. Nicht? Ah, ich weiß gar nicht, hier ist ein dieser Boss jetzt. Ja, ich hab mich auch. Das ist auch egal. Er ist wie Larry Jr., nur nerviger. Aber auch, glaube ich, leichter. Dafür, dass uns jetzt fucking oft getroffen hat. Ist egal, ist. Aber Unterhosen sind immer gut. Ich meine, wer nicht täglich eine frische Unterhose anzieht, der ist ganz schön eklig. So, auf mit. Feuer aus. Ich krieg das Feuer nicht aus mit meinem fucking. Au. Das Feuer kriegt mich aber aus. Finde ich cool. Lach mich nicht aus, meine Freundin. Lach mich nicht aus. Ja, ich werde dich jetzt hier in meiner Aufnahme jetzt nur noch meine Freundin nennen. Weiß ich nicht. Das war taktisch so gut, dass es schon wieder abstrakt mies war. Ich sollte mich ja nicht schämen, dass ich hier sowas zeige. Juhu. Was machen wir hier? Wie? Oh, Guardian Angel. Das ist krass. Noch mehr Faith ab. Aber leider können wir kein Engels. Wie heißt denn das? Deal mit dem Engel? Naja, irgendwas aus der Art können wir nicht mehr kriegen. Da habe ich schon einen. Oh, das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne. Deal mit dem Teufel an. Ah, Kerze. Eines der besten Items hier im Game, weil ich das jetzt einfach mal so sage, dass es eines der besten ist. Weil es ist einfach, es reloaded fast, es ist einfach, das ist supi. Und nun auch noch, nehmen wir Dead Key. Mit dem konnte ich noch nie irgendwas anfangen. Ich weiß nicht wirklich, was der macht. Er schließt irgendwelche Räume auf. Hat mir aber auch noch nie was geholfen. Deswegen möchte ich mit meiner Kerze weitermachen. Oh yeah. Denn die Kerze macht nicht nur Gegner kaputt, die macht auch gegnerische Schüsse kaputt. Was es uns relativ einfach machen sollte. Irgendwann. Irgendwo. Und theoretisch kann man das Ding spammen. Das ist ziemlich OP. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich jetzt gerade bin. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, jetzt wo meine Freundin hier ist. Es ist wie verhext. Wie verhext. Ich wette, ich werde hier gleich jämmerlich abkacken. Sie flüstert mir leise irgendwas zu. Das Unanständiges, ja. So unanständig, dass ihr euch alle fremdschämen solltet. Ja, es ist fast so schlimm, fast. Ja. Noch schlechter, als ich so schon, was ich so schon immer von dir erzähle. Oh. Die hassen dich. Die hassen dich. Also hast du mir diese 255 Views eingebracht bei dem einen Video? So war's.
Ich meine, bei ganzen anderen Videos von Legacy of Kain, ich meine, Legacy of Kain, die haben 4 oder 5 Views. Und der hat 255, einfach so extrem random. Es ist göttlich. Nicht diese Spinne jetzt getroffen? Nö. Ich weiß ja, wer voll am Abfacken ist. Nämlich du. So, und nochmal die Chance für Zeug, das ich nicht haben will. Obwohl, Capispawn wäre nicht schlecht. Obwohl, andererseits, nö. War ich jetzt schon in eine andere Richtung? Ich glaube nicht. Unten ging es noch lang. Nö. Hier schon im Shop. Haben wir eine Folienetage im Shop? Ein Ausruf der Verzweiflung. Seitens meiner Freundin. Weil irgendetwas Schlimmes passiert. Etwas wirklich, wirklich Schlimmes. Oh mein Gott. Die Hose macht sich selbstständig. Da. Und ich bin scheiße, ja, das wissen wir alle. Haben wir hier schon im Shop? Ich bin mir nicht sicher. Wir waren hier oben. Ach, das schauen sogar einige Leute hier, Isaac. Ja, ich weiß, ich bin der Beste. Nehmen wir mal hier fertig. Ich weiß nicht, ob ich, wenn wir jetzt den dritten Cuba Fleet kriegen sollen, ob ich den auch wirklich mitnehme. Weil der ist zwar, ja, so ein Meat Boy ist zwar ganz nett, aber der braucht immer arschig lange, um irgendwas zu finden, und dann macht er auch nur ewiglich keinen Schaden. Und wenn ich ihn jetzt so habe, macht er auch Schaden und verteidige ich mich noch gegen anderen Shit, den ich hier so habe. Ich bin unverwundbar. Nennt mich unverwundbar, Mann. Unverwundbar, Mann, zur Rettung. Na, hier werden wir vielleicht nachher nochmal reinschauen. Ja, oh, das war super unverwundbar. Teil, ich meine. Meinen Namen wieder zunichte gemacht, indem ich verwundet wurde. Aber hey, so ist das Leben, so ist das Game. Außer natürlich, ich kriege jetzt noch einen Halo of Dice. Dann würde ich natürlich auch die. Hier, friss Flamme. Stimmt ja, und da ich meine Geister-Shots und Piercing-Shots habe, kann ich jegliche Art von Gegnern. Things. Crack the sky. Boah. Lichtstrahlen des Himmels, die meine Gegner vernichten, die ich aber nicht brauche, denn ich habe eine Kerze, die viel cooler ist. Das ist jetzt schwierig. Soll ich jetzt darauf spekulieren, dass ich möglicherweise irgendwann ein besseres Item kriege als die Kerze? Wofür sich... Ach, ich nehme einfach die Batterie mit. Battery ist immer. Mit der Batterie kann man eigentlich niemals verkehrt gehen. Niemals. Hörst du mich? Welt da draußen. Batterien sind spitze. Spitze. Jetzt gehen wir rein. Judgment. Ich mag Judgment. Judgment ist ein kleines, lustiges Kerlchen. Das voll krass ist. Immer gut drauf. Meist so guten Shit gibt. Wenn man ihm nur Post zahlt. Boah, ihr seid lachhaft, da ich euch von allen Seiten attackieren kann. Bam. Jetzt habe ich sogar schon wieder 5 Kohle. Ja, ich kann ja später nochmal wiederkommen. Ich bin noch unschlüssig, was ich damit machen soll. Unschlüssig. Au, das war schlecht. Einfach nur schlecht. Das war auch schlecht. Das war erst recht schlecht. Das kapiere ich hier. Weil ich so eine große Fresse hatte, von wegen, dass ich gut bin und so. Stört euch meine Kerze. Okay, er hat sich selbst getötet. Finde ich gut. Ich stehe auf Gegner, die sich selbst töten. Und ich stehe auch Gegner. Ich stehe auch auf Gegner, die einfach nur da stehen, wenn man über einem Abgrund schwebt. Wo bleiben jetzt diese dämlichen blauen Herzen-Drops? Shit.
Ha? Was soll der Scheiß? Jetzt, wo ich sie brauche. Awesome, Kerze. Two of Diamonds, nehme ich. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann gehe ich auch gleich nochmal zurück. Und hole mir, weil ich so awesome bin, oh, die Pille. Ja, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir schon eine Pille? Ich glaube, die hatten wir. Ja, Balls of Steel. Balls of Steel. Yeah. Voll krass. Apropos Balls of Steel. Morgen wird mein Kater kastriert. Oh yeah. Er hatte keine Balls of Steel mehr. Dann gar keine Balls mehr. Es tut mir zwar leid für den armen Kerl, aber der macht jetzt nur noch Terror. Und dann muss ich lieber ab, bevor er hier noch anfängt, sein Gebiet zu markieren. Und da es ja eine pure Wohnungskatze ist, würde er dann hier die ganze Wohnung einstinkern. Ja, das kann ich nicht abhören. Was? Babykätzchen? Ja, Babykätzchen mit seiner Schwester. Das ist genau das. Ja. Nee, dann lieber doch. Ja, du kannst mich aber nicht kastrieren lassen. Ja, das passiert aber nur mit meinem Einverständnis, wenn dann überhaupt. Ja, hoffe ich. Außer du klemmst mir das irgendwann über Nacht mal ab. Wenn ich gerade nicht aufpasse. Ja, ich traue dir das sogar zu, dass du das schaffst. So. Läppischer Raum mit läppischen Gegnern. Jetzt bin ich noch ein läppischer Boss. Der mich sicherlich sowas von dermaßen kaputt machen wird. Sowas von dermaßen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe jetzt 11. 11. 11 ist eigentlich eine gute Zahl, um hier mal einerseits nach den Secret Room zu schauen. Bam. Da haben wir nämlich auch und Wiedersehen Green. Habe ich keinen Bock drauf. Und um hier mal Judgment herbeizurufen. Den Rächer der Gerechten, der mir vielleicht irgendwas Gutes geben wird. Wenn er überhaupt irgendwas gibt. Super, Schlüssel. Genau das, was ich nicht wollte. Ein halbes Herz, auch sowas, was ich nicht wollte. Gib mir ein Lebensupgrade. Los, kleiner Helfer. Eine Bombe. Ist nicht schlecht. Ja. Ich bin verleitet, jetzt einfach nochmal da zu Greed reinzugehen und so derbe eins vor die Coleys zu geben. Dass er sich noch fünfmal im Kreis dreht. Und wir dadurch noch ein bisschen Kohle kriegen. Oder ich mache einfach sowas hier. Hey, Maggie's Fate. Ich weiß nicht mehr, was das Ding macht. The World. Überflüssig. Wasted. Ich glaube, das gibt, ne, das gibt uns immer ein Eternal Heart, glaube ich. Schlüssel, komm schon. Ich will nicht unbedingt zum Shop. Komm schon. Wuhu. HP up. Genau das, worauf ich gehofft habe. So, und weil ich jetzt so fett krass bin, mache ich jetzt auch noch hier Greed kaputt. Hoffe ich zumindest, dass ich das mache. Stirb, Sucker. Yay, Steam Sale. Was gibt's Besseres als ein Steam Sale? Steam Sale. Hatten wir ja letztens erst. Weihnachts-Sale, yeah. Wisst ihr, was ich mir da gekauft habe? Nichts. Ich hatte kein Geld. Boah, das ist nett. Also ich finde, also ich mag den Dingenskirchens hier, wie heißt er? Der Blob-Typ. Ich nenne ihn auch mal der Blob-Typ. Weil der gibt uns arsenfett krass Dingens. Ich weiß nicht mehr, wie das. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das Begleiterle. Das Begleiterle. Jish. Jish hieß er. Das ist so fett krass, dass der uns jetzt hier getroffen hat. Ich
kann es kaum glauben. Wow, wie meine Candle charged. Nee. Tschüss, das ist awesome. Noch das Ding hier kaputt. Mein Schwing, yay. All die netten Sachen, die noch niemand haben wollte. Und ich weiß, dass hier noch irgendwo ein Tinted Rock war. Ich weiß nicht, ob ich Tinted Rock da. Nossonline sagt das immer. Ich hab's nur angehört. Egal. Irgendwo war noch einer. War der noch im Cave 2? Nee, hier unten war einer. Der ist dann aber, glaube ich, schon durch Bomben zerstört worden. Bombenangriff. Und deswegen... So, hier war der. Da war nichts raus. Aber wir können ja nochmal den Raum hier machen. Kostet uns ja nichts außer ein bisschen Zeit und vielleicht ein bisschen Leben. Das ist ja ziemlich knapp. Dann haben wir dann mein Angel Guardian Dings Shins. Haben wir auch diese Situation ohne eskalationsmäßig Dingens Shin überlebt. Ja, das war Crap. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich hab's gemacht. So, jetzt gucken wir hier mal. Nee, ich spiele nicht damit. Aber ich werde es in die Luft jagen. Wenn ich es kann. So. Und ein Zelt rauskriegen. Yeah. Und zwar ohne Leben zu opfern. Ich bin der Beste. Der Beste. Merkt euch das. Ja, ich hätte es ein zweimal mal spielen können. Aber nun ist zu spät. Da unten im Mob Trap Room lag auch noch ein bisschen Zeug eben. Das hätte ich auch verwenden können, aber ist egal. Scheißegal. Ich hab ein Herz bekommen. Das ist so krass. Geh doch kaputt, bitte. Schneller. Also wie gut dämliches Gatz-Ding. Yay, Spirit Hunt. Und da sind wir jetzt auch schon fast wieder gut dabei mit dem. Fast. Noch ein bisschen mehr. Ich hasse diese Dinger. Diese dämlichen Vaginalwürmer. Die sind so... Ah, Tour of Clubs, nehmen wir. 40 Bomben. Das braucht man selbst mit denen nicht mehr sparen. Ich muss sagen, das läuft... Wow. War ja was. Subi. Und da ist es auch wieder weg. Meine ganzen Spirit Hearts habe ich super geschafft. Ich weiß nicht, was... Ach doch, ich weiß, was das denn macht. Wenn wir nur noch ein halbes Herz haben, dann teleportiert es uns raus. Irgendwas macht's dann. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, was es macht. Irgendwas halt. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre vielleicht das Relikt oder irgendwas anderes fett krasses, mit dem ich irgendwie ein paar Dingenskönigs mehr kriegen könnte. Nubs. Niemand mag Nubs. Ich muss auch meine Candle usen. So, fühle dich. Marginal Candle. Das auch solche schönen blauen Teile oder grünen Teile ausspuckt. Das ist extrem geil. Könnte man sich glatt dran gewöhnen. So, hier einen der einfachsten Räume in the world. Gegen die nichts tun können, wenn ich nicht zu nah an sie ranlaufe. Aber hey, sowas muss auch mal geben. Selbst in den Untiefen. Und ich hätte jetzt gerne hier irgendwo... ich spiele mal ein bisschen. Super, Pretty Fly. Awesome. Jetzt habe ich schon mein Geld wieder rausgekriegt. Noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob hier auch Spirit Hearts droppen können von dem Ding. Tatsache, können. Und wir schauen mal hier in that room. Und dort finden wir aus dem Kompass. Nehmen wir mit.
So, und deswegen gehen wir. Wir hatten ja eigentlich schon alles, oder? Hm, wir können hier zum Armfighten gehen. Shops wird es nicht mehr geben. Ja, ich werde hier noch mal ein bisschen rumschauen. Weil vielleicht gibt es da unten im der Arcade. Gibt es da noch irgendwas voll krasses? Was mich voll davon überzeugt, hier irgendwas zu machen. Und wir haben jetzt schon das Bild hart gedroppt und schon hat sich das Ganze voll amortisiert. Die, my fucking bullet hell, Sucker. Und noch ein Spirit Heart. Und das läuft besser als ich dachte. Die ganzen Deppen sterben hier. Auch wenn ich nicht so viel Schaden mache, wie ich es mir wünschen würde. Ich habe ja Bomben. Theoretisch könnte ich immer noch mit Bomben alles kaputt fatzen. Wenn ich es denn wirklich drauf anlege. 40 Bomben reichen eigentlich ganz gut. Ich brauche nur noch Homing Bombs oder sowas. Oder Mr. Big, Large, Fat, Cocksack Dings. Ich weiß nicht, Mr. Mega war es gleich. Und, yo. Nur, dann wäre das awesome. Oder auch wenn ich diesen Typen hier kaputt kriege, ist auch awesome. Hey, eine Pille. Puberty. Zumindest nicht schlecht. Justice ist auch immer gut. Ich stehe auf Justice. Wow, der Raum hier dagegen ist wieder ein bisschen abfuckig. Upp. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinbekomme. Habe ich jetzt schon irgendwas getötet von dem? Jo, Tatsache. Hab sie kaputt gekriegt. Heil mir! Ja, gucken wir mal hier. Halbes Herz. Nee, will ich nicht. Münze nehme ich. Schlüssel. Brauche ich nicht. Super. Aber danke. Fliegen braucht auch niemand. Ich hätte gerne noch eine Pretty Fly bekommen. Oh, eine Pille. Keine Telepills, bitte. Ranger. Krass. Ah, oh, wie uns das Glück hier in die Hände spielt. Und so Lackfutter, ich will nicht sagen, dass sie sich bezahlt macht, aber ich liebe unsere Lackfüßchen. Und ich liebe Kane. So. Jetzt können wir noch dreimal spielen. Klasse. Lapp. Noch dreimal. Oh, das ist so schön. Noch eine Pille. Speed up. Obwohl ich sagen muss, dass zu viel Speed up ist schon wieder schlecht, weil zu viel Speed up bringt das Risiko mit sich, dass man unkontrolliert irgendwo umher steuert. Aber hey, eine geht noch. So, jetzt bin ich so super awesome fast, dass ich fast schon Furious bin. Dass ich sogar noch ein Spirit Heart. Und Schlüssel. Naja, okay. Schlüssel war jetzt nicht so das Fairdeste, was hätte kommen können, aber es war das Bombe. Und dann bahnen wir jetzt unseren Weg zu Mar. Was? Ist das Mar? Ja, hier kommt jetzt Mar. Wir sind schon in den tiefen Zwei und wir nehmen hier schon nur seit einer knappen Stunde oder so auf. Ich habe keine Ahnung. Wie lange es jetzt schon geht? 34 Minuten. Das ist so lahm. Ich bin wirklich the lamest of them all. Ich meine, manche Leute haben packen das Game hier in unter 20 Minuten. Oh, leider gehöre ich nicht zu denen, die das können. What a horrible night. Ey, oh man, your mama is so fat. Die kommt durch vier Türen gleichzeitig rein. Wow, wie war das? Da ganz links unten in der Tür. So viel Shit. Zu viel Shit. Warum ist hier überall so viel Shit? Stirb doch, denke ich. Motherfucking Mother.
of Isaac. So. DPIA Schweinebackens. Und wir nehmen hier mal Polaroid mit. Weil Polaroid is the only one trinket for me and you. Jetzt geben wir noch ein Lebensupgrade und Curse of. Wow, das ist schon Group XL. Das ist ja krass. Der hätte mit so einem krass Bescheiß gerechnet. Vielleicht jeder, der es noch halbwegs gedacht hätte. Okay. Ich muss sagen, diese Pseudoplasten sind auch ziemlich jämmerliche Gegner. So jetzt vom rein gegnerischen Standpunkt her, meiner, was machen die? Die springen rum und verballern ein bisschen Zeug. Dann sterben sie meistens ziemlich schnell, bevor es gefährlich sein kann. So, also ich hoffe mal, dass wir hier jetzt als Gegner entweder kriegen Skrolex. Oder, ich sehe das hier schon kommen, dass ich in total falsche Richtung laufe. Nee, könnte. Ja, falsche Richtung. Awesome. Au. Das ist so das Tollste hier an diesem. Einfach ein Pilz. Okay, nehme ich. Hier will man sich aber auch nicht so lange drin aufhalten. Überall. Weil das alles einfach nur nervig ist. So, nachdem ich eben gerade wieder schon gute Chancen hatte, irgendwas zu reißen, bin ich jetzt schon wieder voll am Abkacken. Welches Bombending. Der lässt mir jetzt noch nicht mal ein fucking Spirit Heart da. Ja, gut, dass sie mich Überstein nicht kriegen. Ich sollte öfter diese Übersteintechnik anwenden. Fällt mir jetzt gerade so ein. Wenn solche Vaginalwürmer davon relativ unbeeindruckt sind. Puh. Oh, ernsthaft? Müssen wir wirklich ganz hier rumlaufen? Worst Gegner of them all. In the room. Ich weiß noch nicht mal, was diese Teile hier überhaupt darstellen sollen. Es ist schade, dass wir jetzt den Parasiten ganz für umsonst gekauft haben, da wir Piercing-Shots haben. Und unsere Shots ja nur bei... Ich habe keinen Bock, wirklich eine Bombe zu verschwenden. Deswegen... mein Cue of Meat das für mich erledigen. Wow. Sterbt, bitte, sterbt, sterbt schneller. Ich hasse diese kleinen schreienden Individuen. Auch Föden genannt. Die denken, sie sind's. Nur weil sie hier ein bisschen. Weiß ich nicht, was haben. Hunger oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum Föten umschreien sollten, vor allem in the vagina. Auf irgendwem. Vor allen Dingen, wenn der Vater weg ist. Woher kommen denn diese ganzen Föten? Das ist auch eine göttliche Befruchtung oder irgendwas in der Art. Flap. Stirb. Dämliches Sackding. Tempel des Todes, nenne ich dich jetzt einfach mal. Wow. So, die haben wir noch erwischt und jetzt hier. Ja, wieso nicht? Zubi. Ich hasse Conquest. Das ist ein dieser Gegner, den will ich nicht haben. Voll nervig. Ja, genau deswegen.
dämlichen fucking Beams of Heaven. Shit. Dinger, die sind so fucking random. Es ist einfach nur nervig. Ich glaube, sie können ihn nicht direkt in die Ecke schießen. Ich rechne jetzt wieder. Kannst du nicht einfach sterben? Ne? Was hältst du davon? Bitch. Stirb doch! Supi. Gut, dass hier noch überall genügend Leben für mich rumliegt. Ich muss nur aufsammeln. Also das läuft alles hier gerade mehr als super optimal und das, obwohl wir so gut angefangen hatten. Und es auch teilweise gut gehalten haben. Ich meine, es war doch voll fett krass, wie wir dann plötzlich diese ganzen guten Items hatten und ich trotzdem verkacke. Das wird sicherlich noch ewig in meinen Let's Play Büchern drinstehen. Ja, ich muss mich auch an den Super Binding auf Isaac Grand mit diesen voll fett krassen Items und ganzen Shit und wo du da einfach nur verkackt hast. Ich kann dann sagen, jo, erinnere mich dran. Das ist doch noch verewigt auf YouTube. Ah, dann. Nee, wir wollen nicht White Pony. Es hat denselben Effekt wie diese dämliche Feder. Ja, 3 von 4. Monstro, jetzt schon, ernsthaft. Spawnen die nicht normalerweise erst in 5-6 Runden. Mein Shit. Bis dann das ganz fette Wasser auspackt. Heute lose ich hier eigentlich kein Zelda. Scheiße. Na los, komm schon, der hat Neid. Ich vergesse ja auch die ganze Zeit Bomben zu setzen, aber ich komme auch irgendwie nicht dazu. Weil ich habe Angst, dass ich dann irgendeine Shit-Taste drücke. Die mich dann irgendwie total instant destroyed. Duke of Lies muss ich mir keinen Gedanken machen, da er sowieso fucking ist. Und auf geht's in die Cathedral. Jetzt könnte ich hier jetzt auch nur diesen super lame Trick anwenden und die ganzen Türen einfach freibomben. Aber wo bliebe denn dann der Fahnen? Ja, hier lang. Ja, okay. Das ist mein Lane-Wu. Double Loki. Weil sie mir eigentlich nichts tun können. Okay, diese Fliege kann mir was tun. Daran habe ich nicht gedacht. Bei ihrer jämmerlichen 5 Kugeln, die sie hier schießen, dringt niemals durch meinen schwer gepanzerten fucking Schild der Macht der Vernichtung. Es wäre nett, wenn ich hier mit Full Health reingehen könnte im... Okay, gut. Dann, prepare to suck. Einfach nur alles spammen, was ich habe. Und hoffen, dass mich nichts trifft. Ich meine, bis jetzt ist es doch... Läuft's doch ganz nett. Au, oh, da wurde ich getroffen. Ich sollte vielleicht nur auf ihn ballern, wenn ich auch wirklich meine Candy ready habe. Wow, denn er schießt ja auch nur auf mich, wenn ich auf ihn schieße. Oder auch nicht. Shit. Boah. Holy Beams. Hat sich vermächtig oder was?
fucking Föhn. Shit. Grrr. Okay. Neuer Versuch. Dreht euch schneller, meine Kleinen. Was war das jetzt? Was war denn das für ein dämlich random Bullet, die mich da gehittet hat? Das kann doch nicht, das kann es doch nicht geben. Ich habe einen undurchdringbaren Schild aus Shit, der um mich herumkreist. Das ist böse. Und trotzdem kommt hier eine fucking Kugel auch noch durch. Kommentar habe ich jetzt keins mehr. Suck my balls, Isaac. Kane ist viel besser als du. Awesome. Oh, Flöten. Geh nicht auf die Klöte. Oh, so viel Shit. Okay. Ich würde sagen, es war kein guter Run, aber es war ein Run. Deswegen lassen wir es hierbei. Ich bedanke mich und bis dahin. Ciao.